Sehr außer damit, wir kommen ein Video hier vom Kanal und wir zocken heute eine Runde Quip. Sind aber noch eine Runde auf dem Teamspeak. Und zocken jetzt eine Runde Quip. Ich weiß, die Kamera ist gerade nicht die beste. Ich werde mal gucken, ob ich ein bisschen was ändern kann oder so. Und wir es vielleicht so stehen lassen hier mit ein paar Bildern oder sowas. Oder gehen auf die aktuelle Homepage vom Forum. Dann zocken wir jetzt noch eine Quip. Quip ist immer 20 Uhr. Schauen wir hier gerade mal. Hier. Da spielen wir jetzt eine Runde Quip. Täglich 20 Uhr Live Quiz Show. Man verdient bis zu 1000 Euro. 10 Fragen, 10 Sekunden und ich rede täglich bis zu 1000 Euro. Gleich geht's los. Leider kann ich den Bildschirm hier nicht mit drauf tun, hätte ich gerne gemacht. Vielleicht machen wir das auch mal demnächst anders oder so, keine Ahnung. Und jetzt haben wir auch sehr viel am Forum gearbeitet. Das heißt, wir können jetzt auf Forum klicken. Kommen im Forum raus, haben wir hier den Teamspeak. Aktuelle Informationen zum Forum selbst, die Forumregeln und sozialen Netzwerke. Dann kommen wir aber auf über uns. Dann können wir hier auch noch im Forum rein und auf Kontakt klicken. Aber das ist noch nicht fertig, das heißt, es kommt ein Error. Und wird dann durchgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich funktioniert. Ich weiß es nicht. Kein Ton. Müssen wir mal beheben. Aber in 50 Sekunden geht es auch schon los. Die zwei Buttons funktionieren auch noch nicht. Es funktioniert nur der und der hier. Hat das richtig geschrieben im Forum? Ja, gut. Und darüber reden wir dann gleich nach dem Quiz. Das geht nämlich in 40 Sekunden los. Und die Cam können wir nicht umschalten. Sieht doch nicht hässlich aus. Deswegen mache ich das Ganze so. Machen wir das Ganze mal so. Hier sind übrigens die Craft Attack Sachen. Die Craft Attack Channel. Also, das Projekt müsste stattfinden. Und ja, dann haben wir da unten die Craft Attack Channels. Für jedes Team. Zwei Channels frei. Und los geht's! Ich hoffe, man hört was. Schauen wir mal. Ein herzliches Gut Quip in die Runde. Wobei, ich sollte lieber sagen, Gut Kick, denn heute beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die EM-Qualifikation für die Europameisterschaft 2020. Und das Team von Jogi Löw bekommt es gleich im ersten Gruppenspiel mit einem ewigen Rivalen zu tun. Es geht gegen die Niederlande. Und für die Holländer läuft es in den letzten Monaten richtig gut. Okay. Zuletzt wurde die Oranje Elf Erster in ihrer Nations League-Gruppe. Unter anderem eben auch durch einen 3:0 Erfolg gegen unsere Jungs. Also eine echte Mammutaufgabe, aber auch die Chance auf Revanche für Manuel Neuer und Co. Also man hört jetzt hier nur Ton. Tut mir leid dafür, aber anders ging es nicht. Hätte ich was vorher gewusst, hätte ich es gemacht. Ihr seid raus. Ja, und ich sehe, dass hier über 22.600 Mitspieler sich der Challenge stellen wollen und mit mir um ihren Anteil von 1.000 Euro zocken möchten. Hinweis für euch. Am Ende dieser gibt es noch ein... Schalt mir kurz das WLAN aus, dann müsst ihr schneller gehen. Moment, gleich geht's los. Okay, gleich geht's los. Was sagt man das mit mobilen Daten? Da geht's schneller. So, jetzt. 27.857 Quips dann und Frage Nummer 1. Welches Tier gilt als König unter den Tieren? Elefant, weißer Hai oder Löwe? Der Löwe natürlich. Der Löwe natürlich. Antwort. Handelt es sich um die zweitgrößte Raubkatze der Welt? Nur Tiger sind größer, aber sie haben keine Mähne und die Haarpracht hat die Menschen schon immer beeindruckt. In freier Wildbahn lebt das Tier vor allem in Afrika und zu den wohl bekanntesten Königen unter den Tieren zählen Mufasa und Simba. Ihr ahnt es schon, der König der Löwen. Und somit ist Löwe hier die richtige Antwort. Ja. Mal auf die Liste. 27.023 Quipster wussten das und das Gebrüll eines Löwen hört ihr selbst dann noch, wenn ihr 8 Kilometer entfernt seid. Das ist eine ganz krass. Strecke. Für euch geht's direkt weiter zu Frage 2.
Was ist laut Duden keine korrekte Mehrzahl von Espresso? Espressos, Espressi oder Expressos? Espressos. Ich bin das erste Espressos. Es geht um keine korrekte Mehrzahl. Also bei der Beantwortung dieser Frage müsst ihr hellwach sein. Vielleicht habt ihr ja einen Kaffee getrunken. Das kann ja sein. Denn, wenn ihr jetzt genau hinseht, müsste euch aufgefallen sein, dass wir einmal bewusst die Bezeichnung Espresso falsch geschrieben haben. Nämlich bei Expressos mit X anstatt mit S. Nein! Das ist eine Mehrzahl von Espresso und somit ist die... Wir haben verloren. Espressos, wunderbar. Unsere Kaffeefahrt geht weiter mit Frage... Nee, bei mir geht's nicht weiter. Ich habe verloren, ich habe es nicht geschafft. Das ganze Geld kann man sich bei PayPal auszahlen lassen. Wir hätten heute 1000 Euro vielleicht gewonnen. Das erste Mal, dass ich nur bis zur Runde 2 schaffe. Sonst habe ich es immer bis zur Runde 3 oder 5 geschafft. Ich habe es gestern auch in der U-Bahn gezockt. Es war relativ ganz gut. Bis zur Runde 2 oder bis 3 bin ich gekommen. Und vorgestern auch. Ich habe es mir erst runtergeladen vor ein paar Tagen. Ihr könnt das Ganze beim Apple Store oder bei Google Play holen. Dieses Video ist keine Sponsoring oder so sonstiges. Von Quip ist es einfach nur jetzt rein meiner Interesse aus. Es ist auch keine Produktplatzierung oder sonstiges. Also wie gesagt, im Play Store oder im App Store erhältlich bei beiden. Und wenn ihr Bock habt, mal vielleicht noch zu quatschen über das Game oder mal auch noch ein Bit zu talken oder sowas, dann schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, lasst die Glocke auf jeden Fall an, um nicht über dem Forum-Thema und so dazu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin Jena, ich bin raus. Habt noch einen schönen Tag und ciao.